Oh, was geht YouTube? Chris hier, zurück mit dem neuen Escape from Tarkov Video und heute mit einem Raid aus dem gestrigen Stream, der für mich wahnsinnig spannend war und ich denke, die Zuschauer hatten ihn auch genossen. Ich hoffe, das Ganze kommt im Video jetzt noch so gut rüber, wie es gestern angefühlt hat. Wir werden gegen Ende des Videos leider an Qualität ein bisschen einbüßen, weil ich den letzten Teil aus dem Stream rausschneiden musste. Da hat leider meine Aufnahme ein bisschen abgekackt und das Ganze hat nicht mehr funktioniert. Sprich, ihr werdet am Ende ein bisschen schlechtere Bildqualität haben und leider mein Gesicht unten links ertragen müssen. Aber jetzt lasse ich euch erstmal mit dem Kommenden alleine. Scheiße, hier kommt man ja gar nicht durch. Hört ihr die Schritte? Die hören sich an, als wären sie direkt vor mir. Sind die jetzt unter mir oder hinter der Mauer? An der Stelle habe ich warum auch immer nicht geblickt, dass ich den Typ gekillt habe und wie sich am Ende des Raids rausstellt, war der Teil eines Teams, mit dem ich es gleich noch zu tun bekomme. Scheiß Hänger. Willst du mich verarschen? So ein Mist, das wären über 100 Meter Headshot gewesen. Oh. Ist jetzt nach links gerannt. Kommt möglicherweise über außen. Aber ich höre ihn nicht rennen.
Deshalb glaube ich auch irgendwie nicht, dass er von hier kommt. Doch, hier kommt einer. Ich wusste, dass er mich gehört hat. War eigentlich nur ein Player-Scaff, oder? Naja. Player-Scaff, der sich aber von irgendwem Gear geholt hat. Ich bin so schlecht. Ich hätte es so viel besser spielen können. Что за хрень? Ну что, неплохой день, да? Четко все. Зачем мне чё? Зачем мне чё? Я с барыгом крочу. Ну чё, дом по бабам. Уже неплохо, а? Ну чё, шкура цела уже неплохо, а? Yes! Der nächste. Ja.
Einer ist noch da. Problem ist gerade, ich kann nicht mehr schleichen. Ich weiß nicht, wo sein Kollege hin ist. Ist da noch ein Scav, Alter. Wie sich dann später rausgestellt hat, hat dieses Dreierteam einen der beiden Scavs, die ich habe in die Halle reinrennen sehen, getötet. Und ja, ich habe diese drei noch erwischt und was ich da an Scavs habe rufen hören, waren einfach nur Bots. Ihr seht jetzt natürlich, wie gesagt, die Qualität ein bisschen schlechter. Ja, so eine MPX. Hat einfach damit zu tun, dass das jetzt aus dem Stream rausgeschnitten ist. Ich hoffe aber, dass es noch reicht für das, was jetzt noch folgt. Denn ich habe noch mit dem Chat darüber geredet, ob ich denn jetzt rausgehen soll oder noch versuchen soll, meine Mission zu beenden. Ich musste nämlich noch zwei Cargo-Manifeste einsammeln. Eine Art Clan. Ich bin kurz davor zu sagen, scheiß drauf. Wir hatten die schönen Kämpfe, das reicht mir ja eigentlich. Das Loot brauche ich nicht. Was ich brauche, ist meine Mission. Wenn ich sterbe, dann haben wir wenigstens einen geilen Raid gehabt. Den kannst du so komplett auf YouTube hochladen, das ist lustig. Oh, geht mir mitten im... Nein! Nein! Du bist so dumm. So dumm und schlecht. Oh! Wo ist der? Okay, das sind mir zu viele Scavs. Da ist wahrscheinlich immer ein Endlos-Spawn. Nicht gut. Weg da. Das einzige Ziel, was wir jetzt haben, ist die Cargo-Manifeste organisieren und raus hier.
Scheiße, ein Cargo-Manifest war doch da hinten, oder? Shit, shit, shit. Chris, du bist so dumm. Okay. Wir werden aber den Weg gehen, der hoffentlich weniger von Scavs abgedeckt ist. Jetzt müssen wir aber schnell sein. 17 Minuten ist nicht mehr viel. Kein Platz fürs Cargo, Mann, ich wollte mich verarschen. Der Müllsack ist auch noch ein Butt. Wirklich endlos Bots drin, ey. Oh, scheiße, meine... Ach nee, Gott sei Dank, ich dachte gerade, ich hab keine Heilung mehr. Sind die restlichen Spieler draufgegangen, so wie es aussieht, hä? Moin, Chris. Das! Oh.